Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Gabi Hiller. Wir sind heute zu Gast bei der Jelena. Jelena, wir machen heute Gyrotonic. Du wirst mir das beibringen. Ist kein Getränk. Noch einmal. Gyrotonic, Gyrokreis, Tonic, Tonend. Und das sind unsere Fitnessgeräte. Schauen etwas erfrischend aus, sind es aber nicht. Und im Unterschied zum normalen Fitnessgeräte sind Bewegungen hier nicht so wie im Fitnessstudio, wenn man jetzt einfach Armbeuger isoliert trainiert, nur zweidimensional. Es sind Bewegungen, sind mehr kreisend, spiralenförmig und unter einem ständigen Widerstand. Man kann sich vorstellen, zum Beispiel wie eine Frau, die sich dreht, umbeugt die Baby. Also es sind mehr dreidimensionale kreisende Bewegungen. Was ist das Ziel, was ist der Effekt? Also beim Gyrotonic wird gleichzeitig zu einer erhöhten Beweglichkeit, mehr Kraft und auch insgesamt eine aufrechte, bessere Körperhaltung im Alltag erreicht. Wie immer analysiert der Billy Franzke, Sportwissenschaftler, dieses Training. Was sagst du zu Gyrotonic? Für mich ist Gyrotonic klassisch in die Richtung koordinatives Krafttraining einzuordnen, mit einem Schwerpunkt auf eine schöne Körperhaltung und einem gesunden Wirbelsäulentraining. Das heißt, hier werden vor allem Muskelketten beansprucht, es werden keine isolierten Bewegungen gemacht und ist sicher ein Top-Training, um die Körperhaltung zu verbessern und auch nach- und vorbeugend für Rückenschmerzen etwas zu tun.